Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV zur zweiten Folge unserer Reihe Wettbewerb der Ideen. Heute bei mir zu Gast sind Aya Velasquez. Aya Velasquez kennt ihr, sie ist Kulturanthropologin und Journalistin. Jetzt zum ersten Mal in der Sendung ist Sebastian Friebel. Er war Mitarbeiter beim Bundestag und ist Autor des Papers Wie soll es weitergehen, das ihr bestimmt schon gelesen habt. Ansonsten kann man das auf Kaiser TV auch noch hören. Und links von mir David Claudio Sieber, Ex-Grüner und jetzt Vorstandsvorsitzender der Partei Die Basis. Wie kann man das sagen, David? Bundespolitischer Koordinator. Okay. So heißt das richtig. Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Mich auch. Sebastian, du hast einen Aufruf oder ein Paper geschrieben darüber, was jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren auf uns zukommt. Wie soll es weitergehen? Heißt er, wer das noch nicht kennt, wie könntest du das hier so in 4 kurzen Punkten zusammenfassen? Ja, da muss ich wahrscheinlich erst mal erzählen, warum ich es überhaupt geschrieben habe. Also ich habe ja bis vor kurzem im Bundestag gearbeitet, bei der AfD-Fraktion. Da war ich Fraktionsreferent für Wirtschaft und Energie und bin auch relativ zufällig an diesen Job gekommen. Also das war eigentlich so nicht geplant. Ja, und ich habe relativ schnell, oder mir ist relativ schnell im Bundestag aufgefallen, dass das, was uns erzählt wird, nicht unbedingt dann mit dem übereinstimmt, was denn tatsächlich da jetzt gemacht wird. Ja. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, wer profitiert zum Beispiel von einem neuen Gesetz, dann ist das nicht immer genau so, wie es halt den Leuten dann erzählt wird. Und dann habe ich mir gedacht, naja, irgendjemand sollte vielleicht den Bürgern mal zeigen, dass eben nicht alles, was gerade passiert, jetzt wirklich nur wegen dieser neuen Krise sozusagen passiert. Und nachdem das alles Sachen sind, die meiner Meinung nach schon eine Bedrohung für unsere Freiheit darstellen, ich bleibe jetzt einfach mal, weil es einfach ist bei den Digitalkonzernen, also zum Beispiel Systeme, die den Zugang zum öffentlichen Leben kontrollieren, Immunitätsnachweise oder sowas. Ich bin der Meinung, das ist eine Bedrohung für unsere Freiheit, wenn mir Technik vorschreibt, ob ich mich noch bewegen darf. Ja, und dann ging es also los. Man hat den Leuten gesagt, naja, irgendwie sowas werden wir brauchen, um wieder zurück zur Normalität zu kommen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn man den Bürgern jetzt zeigt, dass das keine neuen Systeme sind, sondern eigentlich schon seit Jahren an sowas gearbeitet wird, dann werden vielleicht einige doch sagen, naja, also wollen wir vielleicht dann doch nicht haben. Ja, und so kam ich dann eben zu diesem Bericht und der Veröffentlichung. Ja. Ja, also du hast diese einmal Seite aufgesetzt, du bist aber auch sehr eifrig, das so darzulegen, dass man eben auch das als PDF sich runterlegen kann, beziehungsweise auch runterladen kann, beziehungsweise auch verbreiten kann auf einem physischen Weg. Ich habe das auch teilweise schon ausliegen sehen, zum Beispiel in Redaktionsräumen vom Demokratischen Widerstand übrigens, da lag es auch aus. Wie ist so deine Erfahrung, wie nehmen die Leute das an? Wird das ausgedruckt, wird es bestellt, wird das verteilt? Ja, also das klappt eigentlich ganz gut. Die ersten Auflagen haben wir selber gedruckt, haben halt praktisch Geld eingesammelt. Bei uns in der Region gibt es relativ viele Leute, die da auch sich also ähnliche Sorgen machen. Und wir haben das dann einfach in Briefkästen geschmissen oder halt an Kommunalpolitiker verschickt. Und gut, dann die Seite stand, dann die Internetseite. Und ich habe dann diesen Telegram-Kanal eingerichtet, auch auf Twitter. Und dann haben sich da halt relativ schnell Leute zusammengefunden, die gesagt haben, ja, wir wollen das auch verteilen. Und mittlerweile, ja, ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil ich nicht von jedem eine Rückmeldung habe, wo es jetzt überall schon verteilt wurde, aber es geht zumindest einigermaßen rum. Und meine Hoffnung ist einfach nur, naja, dass es halt der ein oder andere liest und sich vielleicht mal die Zeit nimmt, die Quellen zu überprüfen. Weil dann kommt man eigentlich schnell drauf, naja, irgendwo ist da schon vielleicht was dran. Und die Leute sollen mir ja da nichts glauben, sie sollen halt selber recherchieren. Ja, ich gebe einfach nur so ein paar Denkanstöße in der Hoffnung, naja, dass die Leute selber da einsteigen und vielleicht auch mal wirklich selber sich eine Primärquelle raussuchen. Mhm. Und wenn man einmal angefangen hat, kommt man schnell darauf, ja gut, irgendwas passt da nicht ganz. So ist zumindest die Hoffnung. Und die Rückmeldungen bisher sind eigentlich überraschend positiv. Also wir haben ja auch eben viele Kommunalpolitiker angeschrieben, Bürgermeister, Gemeinderäte, Stadträte und so weiter. Und ich habe das Gefühl, den einen oder anderen hat man zum Nachdenken gebracht. Also allein schon zum Beispiel mit der Information, dass halt irgendwelche Planspiele vor dieser Pandemie stattgefunden haben und dass zum Beispiel die Reaktion darauf jetzt nicht ganz zufällig war. Das sind Sachen, wenn die Leute hören, werden sie schon neugierig, ja, weil das wissen halt einfach viele nicht.
Ja, also bisher läuft es eigentlich soweit ganz gut. Gut, aber lesen ist schon das Stichwort. Ne? Also die Leute müssen es erstmal lesen, sie müssen es verstehen. Dann sagst du Denkanstöße, dann müssen sie auch irgendwann zum Denken gebracht werden. Wie ist da so eure Hoffnung und eure Erfahrungen darin mit Texten, mit Artikeln, vielleicht auch mit anderen Beiträgen, Menschen überhaupt noch auf dieser, ja, das ist ja eine sehr sachliche, wirklich argumentativ stringent vorgehende Weise zu erreichen? Ich glaube, dass Menschen ein intrinsisches Bedürfnis nach Information haben oder danach eigentlich gut informiert zu sein, zu werden. Und dass man an dieses Bedürfnis immer wieder anknüpfen kann. Also ich glaube, in Zukunft wird die Qualität der Information darüber bestimmen, ob eine Information sich durchsetzt. Weil auf die Verbreitungswege können wir uns ja nicht mehr verlassen. Also Big Tech lässt uns da im Stich in dieser Hinsicht. Ich glaube, dass diese Sehnsucht nach authentischer Information weiter bestehen bleibt. Und dass wir uns eben in einem Krieg der Ideen befinden, in dem sich letztendlich die besten Ideen durchsetzen. Oder die am ansprechendsten rübergebrachten Ideen. Und ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als diesen Kampf auch irgendwie anzunehmen und quasi uns in diesen Krieg der Ideen zu begeben und mit einem gewissen Standing da einfach stehen zu bleiben und nicht zu weichen, sozusagen, mit der Information, die uns da vorliegt. Ja, ja. Das würde ich auch sagen. Ich denke einfach, Geschriebenes ist unheimlich wichtig zur Selbstversicherung erst einmal. Ich merke das auch an mir selbst, wie schnell man emotional angegriffen ist, wenn man die Mainstream-Medien liest oder die Leitmedien und unkritische Artikel liest, dann kommt man selber ins Wanken, selbst wenn man wirklich gut in der Materie drin ist. Und dann ist das auch heilsam, ein Stück weit eine kritische Perspektive dazu wieder zu bekommen. Und für mich persönlich so, die Sahnestücke sind eigentlich, wenn die Leitmedien was Kritisches bringen. Zum Beispiel das Interview von Jessica Hamed jetzt in der Frankfurter Rundschau, das tut unheimlich gut, wenn man das mal liest. Ist meine Realität eigentlich, die ich jetzt im letzten Jahr selbst gelebt habe, ist sie eigentlich überhaupt noch in Einklang zu bringen? Ja, das ist sie noch und das ist sehr heilsam und dieses Niedergeschriebene und die Texte, ich glaube schon, dass das viele Menschen erreicht. Das hat natürlich auch was damit zu tun, über welche Kanäle geht, dass die Art und Weise, wie Information transportiert wird über diese Telegram-Kanäle, wo hauptsächlich ohnehin nur kritische Menschen reinkommen, das unterscheidet sich, das wird dann so in Häppchen vorgeworfen. Aber das Aufarbeiten der ganzen Situation und eine Rückschau, jetzt, wo wir 2021 sind, eine Rückschau auch zu erzeugen für 2020, das ist gut. Und ich denke, dass immer mehr Menschen jetzt auch ins kritische Denken kommen, einfach aufgrund dessen, dass die Regierung immer und immer wieder die gleichen Fehler macht und das Prozedere wiederholt und wir haben keinen Exit. Ja, auch die Impfung scheint aufgrund der niedrigen Impfbereitschaft keine Exit-Strategie zu sein. Und dann sind gerade kritische Texte, glaube ich, gerade jetzt am Anfang des neuen Jahres unheimlich wichtig. Mhm. Gut, halten wir die Hoffnung auch auf die literarische Fähigkeit auch noch höher. David, ich würde dich gerne auch fragen, Sebastian hat seinen Werdegang sozusagen in diese ganze Geschichte ein bisschen skizziert. Du warst ja auch schon in einer Sendung von mir, hast wahrscheinlich deine Geschichte jetzt auch schon öfter erzählt, aber vielleicht erzählst du sie auch eben jetzt mit dem, was jetzt ansteht und was du eben aus der Reaktion auf das, was dir widerfahren ist, wenn man es so sagen will, gemacht hast. Ja, es ist eine Verkettung von wichtigen Ereignissen, die sich niemals zugetragen hätte, wenn einzelne Akteure nicht so ideologiedurchtränkt handeln würden. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe ja innerhalb der Grünen Partei versucht, einen kritischen Weg aufzuzeigen, auch so wie Herr Friebel das gemacht hat und habe dann auch was geschrieben und habe das intern verteilt und habe gesagt, Leute, wir müssen nicht die CDU sein, wir sind die Grünen, wir können ein bisschen wissenschaftsfundiert auch kritisch argumentieren, wir müssen Menschen nicht in Angst und Panik versetzen und wir müssen auch keinen existenziellen Terror aufbauen über die ganze Bevölkerung, sondern wir können sagen, das sind die Fakten. Das wäre vielleicht schlau zu tun, um eine Risikogruppe zu schützen oder ähnliches. Aber ein bisschen im Mittelweg zu gehen, ja, auch eine Strategie, die man langfristig durchhält. Und das hat nicht funktioniert, das wissen wir heute, das hat innerhalb der Grünen Partei leider nicht funktioniert. Und nach meiner Rede in Berlin wurde ich dann mit den üblichen Prädikaten versehen, Zugehörigkeit zu gewissen Gruppen, die nicht wünschenswert sind. Erstmal, wir kennen das mittlerweile wahrscheinlich fast alle, von Antisemitismus über Rechtsextremen, Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, all das. Und gerade eben diese reflexartige Reaktion in der Öffentlichkeit von meiner eigenen Partei hat für mich einen Korridor eröffnet, der mir die Möglichkeit gegeben hat, im öffentlichen Debattenraum stückchenweise oder ein kleines bisschen eine Gegendarstellung auch zu liefern. Und darüber hinaus habe ich dann die kritische Corona-Bewegung kennengelernt und habe eine Partei kennengelernt, die Basis, die ich für mich als geeignet hielt,
dieses Prozedere aufzuarbeiten. Und grundsätzlich, wenn man sagt, Basisdemokratie ist das, worauf wir hinarbeiten, dann müssen wir sehen, kann sich so eine Situation wiederholen. Und da bin ich jetzt fest dabei zu arbeiten, dass wir das so auf die Beine stellen zur nächsten Bundestagswahl, dass wir sagen, wir haben eine Hoffnung darauf, eine Chance zu haben. Und wenn alle Menschen in Deutschland mitentscheiden, dann bin ich davon überzeugt, dass sich die Situation nicht genauso wiederholen würde. Jetzt, wo wir eine Bevölkerung haben, die in Angst und Panik versetzt ist, dann ist natürlich schwierig, die Bevölkerung zu fragen. Das wäre dann keine faire Vorbedingung mehr. Aber wenn ich mich zurückerinnere, wie wir uns alle im Februar vielleicht gefühlt haben zu der Sache, hätten wir die Menschen im Februar gefragt, basisdemokratisch, möchtet ihr weggesperrt werden, möchtet ihr Masken tragen, möchtet ihr kein Geld mehr verdienen, möchtet ihr, dass eure Kinder nicht mehr zur Schule gehen können, etc. Ich glaube, die wenigsten hätten gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Also darauf arbeite ich erstmal momentan hin. Wir sprechen auch gleich noch über diese Möglichkeiten, die in der Politik, in der Parteipolitik, auch in der Idee der Basisdemokratie liegt, für uns auch und für weitere Herausforderungen. Ah ja, du hast dich auch schon früher mit dem Klimawandel auseinandergesetzt und da auch dich positiv zu geäußert, dass der Klimawandel eben gestoppt werden soll, wenn ich das richtig recherchiert habe. Würdest du dich als Grüne bezeichnen? Gute Frage. Also ich glaube, ich war so grundsätzlich von meiner Sozialisation her schon immer Öko. Und ich war 2011 beim letzten Castor-Transport dabei und habe mich da heroisch quasi zwischen den anfahrenden Castor geworfen und das Endlager. Und mir war das immer wichtig. Also ich glaube, ich bin als Kind mit dieser German-Angst aufgewachsen, der Atomfrage. Das war im Prinzip so das Thema, anhand dessen ich politisiert wurde. Und ich habe mein ganzes Leben lang die Grünen gewählt. Und als jetzt letztes Jahr die Klimabewegung hochkam, muss ich zugeben, ich habe mich nicht mit Klimawissenschaft beschäftigt. Einfach nur meine Hoffnung wurde genährt, dass aus der Jugend endlich wieder eine subversive, ökologisch ausgerichtete Bewegung wächst. Und ich bin möglicherweise in dieser Euphorie darüber mit dieser Bewegung einfach erstmal mitgegangen. Inzwischen sehe ich da auch einiges kritischer. Allerdings, ob es jetzt gelenkte Opposition ist oder nicht, man kann auf jeden Fall Taktiken dort abschauen. Und eine Taktik, die ich eben finde, die die Demokratiebewegung bislang vernachlässigt hat, ist der zivile Ungehorsam. Und zwar der friedliche zivile Ungehorsam. Die Massen dafür hätten wir längst gehabt. Also sozusagen, wenn am 1. August oder am 29. August die Leute einfach da an Ort und Stelle sitzen geblieben wären, also sich einfach auf die Straße hinsetzen und nicht mehr aufstehen, es ist schon schwer, 1 Million Menschen wegzutragen. Und da sind die Mittel quasi noch nicht ausgeschöpft. Wir haben bislang Demos gehalten und diese Demos waren aber noch nicht global koordiniert. Ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial drin, dass man das Mediengeschehen wirklich dadurch beherrscht, dass man am gleichen Tag auf der ganzen Welt Aktionen stattfinden lässt. Und zweitens, dass die Leute sich einfach massenhaft wegtragen lassen, weil das sind die hässlichsten Bilder, die ein System produzieren kann, die ein Regime produzieren kann. Also was Besseres als ein Dreadlock-Hippie, der in Handschellen weggeführt wird, kann einem gar nicht passieren. So. Und genau diese Bilder müssen wir produzieren. Das System ist ja auch clever genug, auf jeder einzelnen Demo seine gewünschten Bilder zu produzieren. Mit den Agent-Provokateuren, die dann eben für den rechten oder linken Stallgeruch von Gewalt sorgen. So, das heißt, auf die gleiche Art und Weise können wir die Medien auch bespielen. Und da sind, glaube ich, noch nicht alle Register gezogen. Ja. Mhm. Ja, sprechen wir mal gemeinsam über die Möglichkeiten, die man hat. Du hast Demos angesprochen. Was haltet ihr generell in diesen Zeiten von der Taktik, solche Massendemos zu veranstalten, große Bilder zu produzieren? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, dann noch andere als die, die eh schon da sind, zu erreichen? Oder ist auch die Gefahr eben zu groß, dass das unterwandert wird? Setzt ihr da eure Hoffnung rein? Ja, die AIA hat jetzt schon gemeint, man muss das global koordinieren. Ich bin zurzeit genau auf dem anderen Trip. Ich habe mir gedacht, wenn jeder in seinem Umfeld mal die Leute zusammenfindet und sich als Ziel nimmt, seinen Landkreis zu erreichen, weil so ein Landkreis ist nicht übertrieben groß, würde ich mal sagen. Und eigentlich ist es schnell möglich, sich da ein Netzwerk aufzubauen. Und dann kann man sich einfach mal seinen eigenen Landkreis als Ziel nehmen. Und wenn das jeder macht, dann hat man auch ganz Deutschland erreicht, ja, sozusagen. Also meine Idee war jetzt eher so der dezentrale Ansatz, allein schon, weil uns halt die digitalen Wege zunehmend versperrt werden. Ich glaube auch nicht, dass globale Demos ohne weiteres möglich werden, weil bei Fridays for Future, naja, die wurden ja von den Medien ein bisschen positiv begleitet, sagen wir mal so. Und da war es dann natürlich leichter, sowas weltweit aufzubauen, wenn
jeden Tag die Medien einem die Bühne dafür bieten. Das wird ja bei uns oder bei der Protestbewegung nicht passieren. Ja, die Protestbewegung hat auch schon ihre eigenen Medien, auch international gesehen. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwann Schluss ist. Also es wird ja gerade fleißig zensiert, auch Messenger werden gesperrt. Und wenn Trump nicht vor der Zensur sicher ist, dann sind wir wahrscheinlich auch nicht. Meine Idee war eben, oder mein Ansatz, und da versuche ich jetzt auch gerade meine Leute da praktisch dazu zu bewegen. Erstmal muss sich jeder analog im echten Leben sein Netzwerk in seiner Region aufbauen. Es ist ohne weiteres möglich, da seine Leute kennenzulernen. Es gibt Mahnwachen, Demos, irgendwelche regionalen Facebook-Gruppen oder so, wo man schon auf die richtigen Leute kommt. Und dann jeder in seinem eigenen Landkreis oder in seinem Stadtviertel Öffentlichkeitsarbeit machen. Und es ist ja auch jetzt im Lockdown erlaubt, wenn man die Voraussetzungen einhält, dass man zum Beispiel Veranstaltungen macht, Podiumsdiskussionen. War auch vor 2 Wochen erst eine in München. Da kommt dann das Gesundheitsamt, schaut, ob alles passt, aber man darf sowas machen. Ja. Und nachdem zurzeit sowieso nichts los ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass das einigermaßen gut besucht wäre, allein schon, weil die Leute ja sonst nichts zu tun haben. Und dann kann man da vielleicht mal einfach in seinem Landkreis oder in seinem Dorf, wo man sogar noch seine Leute kennt, den Leuten zeigen, schaut mal her, hier ist ein Widerspruch, hier ist ein Widerspruch, das haben sie uns nicht gesagt, das haben sie uns nicht gesagt. Warum haben sie uns das nicht gesagt? Ja, also der dezentrale Ansatz. Das ist jetzt gerade meine Hoffnung, also ganz klein anfangen, ja. Ja. Ich würde sagen, Herr Friebel und Frau Velasquez haben beide grundsätzlich sehr gute Ansätze, was das angeht. Wenn man sich ansieht, wie die Demo-Bewegung begonnen hat und wie sie wahrgenommen wurde, auch medial mit diesen Großdemos von Querdenken veranstaltet und diesen Massen an Leuten, da muss ich einmal nochmal in die Gesellschaft schauen. Wir haben diese Spaltung in der Gesellschaft, die, ohne da Zahlen zu nennen, irgendwo durch die Gesellschaft geht. Und wir haben durch die Politik, durch das Moralisieren der Debatte von Anfang an, inhaltsferne Informationstransport, haben wir einen Konformitätsdruck, der aussieht wie Konsens. Aber es ist kein Konsens. Und wir haben noch immer diese Angst, die hier in der Luft schwebt. Und das ist eine extrem große Arbeit, das wieder aufzuarbeiten. Und das denke ich, das funktioniert auch gut im Einzelnen. Das funktioniert gut kleingliedrig, regional. Und dann muss man auch einmal sehen, was formuliert man eigentlich als Ziel für so eine Demo. Ja? Friede, Freiheit und eine neue Verfassung vielleicht nicht. Vielleicht auch eher ganz regional fokussiert auf das Thema oder etwas, was die Politik auch offensichtlich verabsäumt hat und vielleicht mal ein bisschen abseits von der Gefahr von Corona oder so mal zu schauen, eine regionale Demo vielleicht irgendwo in Bayern, wo sind unsere Novemberhilfen eigentlich überhaupt? Ja, damit man auch mal wieder zeigt, es geht uns alle um das Gleiche. Ja, die Leute, die da demonstrieren, die demonstrieren auch für die Leute, die nie demonstrieren. Das muss man sagen. Und es geht uns allen um Gesundheit und auch um gesellschaftliches und grundsätzlich eine Gemeinwohlförderung, auch wenn wir demonstrieren, dann möchten wir was zurück, was zur Gesellschaft gehört. Und Spaltung gehört nicht zur Gesellschaft, sollte es jedenfalls nicht. Wir müssen das überwinden und deswegen denke ich, beide Ansätze sind gut. In der aktuellen Situation würde ich aber eher mit kleineren regionalen Demos starten und würde schauen, dass wir Leute mobilisieren oder ansprechen, Angebot machen. Schaut her. Wir sind hier keine irren Corona-Leugner und wir wollen auch nicht den Staat stürzen, sondern wir möchten einfach nur gerne, dass wir als Gesellschaft gemeinsam eine Frage formulieren, die wir gerne beantwortet haben möchten. Eben beispielsweise, wo sind unsere Novemberhilfen eigentlich überhaupt? Und wenn diese Bewegung wieder wächst, das wird eine neue Bewegung sein 2021, dann kann man sich auch wieder in einem größeren Verbund treffen. Aber ich denke, auch vom Wetter her ist das jetzt vielleicht auch gerade noch nicht so beliebt. Mhm. Ja. Du hast eben von der Jugend gesprochen, Aya. Welche Hoffnungen habt ihr in die jüngere Generation? Wenn ich Vertreter aus dieser Generation sehe, merke ich doch eher ein sehr unkritisches Verhalten dazu. Denkt ihr, da entsteht noch irgendwas? Da ist noch Power dahinter? Also ich wäre schon zufrieden, wenn die jungen Leute sich irgendwann wieder über andere Kanäle außer TikTok oder Instagram informieren und mal wieder was lesen vielleicht, ja. Da wäre, glaube ich, schon viel gewonnen. Aber ich habe mittlerweile sogar fast das Gefühl, dass man sie absichtlich davon wegdrängt. Ja. Weil wenn man nur oberflächlich informiert ist, muss man alles glauben, was einem erzählt wird. Und mir kommt es fast so vor, als wäre das gewollt. Ja. Also ich sehe bei den jungen Leuten aktuell, oder die machen mir die größten Sorgen, sagen wir mal so. Ja.
Wobei ich selber erst 30 bin. Sagen wir die 16-Jährigen. Ne? Ich meine, es gab Zeiten, wo 16-, 17-, 18-Jährige richtig auf die Barrikaden gegangen sind. Und wo sind die jetzt? Und es betrifft ja ihr Leben auch noch sehr stark. Also die wollen doch rausgehen. Naja, aber es ist vielleicht auch wegen der Medialisierung eben gar nicht mehr so das erste Begehren von ihnen. Sie haben ja alles Netflix und eben TikTok. Es ist komplexer. Die sind jetzt die letzten Jahre sozialisiert worden in diesem in verschiedenen Moralitätsdiskursen. Also man ist sensibilisiert worden für verschiedene Übel der Welt, sei es jetzt Massentierhaltung, sei es Genderfragen, sei es Umweltfragen. Und anhand dieser bereits eingesetzten Sensibilisierung hat man die junge Generation jetzt quasi weiter sensibilisiert. Jetzt eben auch noch für das Thema der Risikogruppen oder der älteren Menschen, die an Corona sterben. Und es war quasi ein Diskurs, mit dem man sie ganz, ganz leicht so eincashen konnte. Es ist jetzt, wenn ich so mit Leuten rede, die etwas jünger sind als ich, wirklich ein schrittweiser Emanzipationsprozess, sich aus diesem Stockholm-Narrativ wieder zu befreien. Weil es ist im Prinzip ja das Narrativ der Menschen, die dich gerade ausbeuten, drangsalieren, tyrannisieren. Und es ist im Prinzip im Individuellen ein Prozess, wie den quasi jedes Missbrauchsopfer durchmachen muss. Also sich aus der Gedankenwelt des Täters zu befreien. Und es ist schmerzhaft, das ist von Brüchen begleitet. Also ich habe mit jemandem aus meiner Familie da mal ein Gespräch führen können, die dann eben ehrlicher zu mir war, wie sich jetzt quasi Menschen, die ich nur anonym auf Twitter kenne, ja nie äußern würden. Sie hat sich dann echt ein bisschen verletzlich gemacht und hat gesagt, ja Mensch, okay, jetzt wo ich so mit dir rede, das heißt, da muss ich ja jetzt ganz viel lesen. Da muss ich ja jetzt mein ganzes Narrativ in Frage stellen. Und dann, wie sage ich es meinen Freunden, dass ich jetzt eben zu anderen Schlüssen gekommen bin. Das fand ich doch sehr spannend, dass sie mir dann mal exemplarisch auch wirklich aufgezeigt hat, was für große Hürden dem eigentlich im Weg steht, wenn man jetzt persönlich, privat in gut eingebetteten Freundeskreisen, in denen man sich so scheinbar einig ist, dann auf einmal ausbricht aus dem Narrativ. Und ja, genauso hart ist es. Also ich sehe den Mainstream-Diskurs als eine Art Stockholm-Missbrauchserzählung, aus der jeder Einzelne seinen eigenen Ausbruch schaffen muss. Und man kann da nur Wegbegleiter sein mit Informationen und Netzwerken, die halt vorzeigbar genug sind, sodass der Einzelne sich nicht schämen muss, jetzt da auf einmal da dazu zu gehören. So. Wobei wir wahrscheinlich da alle raus oder durch mussten durch diese Nummer, gell? Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war früher ganz braver Spiegelleser und habe auch brav alles nachgeplappert, was halt da drin stand, um halt irgendwas erzählen zu können, ja. Da hat mir der Gregor Gysi übrigens dann ein bisschen, der hat bei mir so einen Samenkorn damals gelegt. Ich habe den mal getroffen und ich war damals wirklich also ganz treuer NATO-Krieger durch Spiegel eben. Und ich war damals der Meinung, dass die Amerikaner jetzt unbedingt in Syrien einmarschieren müssen, um diesen Assad loszuwerden, weil der mordet ja sein eigenes Volk hin. Und dann habe ich eben diesen Gysi mal zufällig getroffen und habe halt eben gesagt, ja, der Amerikaner muss doch sofort da jetzt hin. Das ist genau das, was man als Spiegelleser denken sollte damals, ja. Und dann hat er halt so vorsichtig versucht, mir als jungen Kerl zu erklären, na ja, vielleicht ist es ja doch so ein bisschen anders und da gibt es ja noch andere Aspekte und so weiter. Und jetzt muss ich auch sagen, ich habe damals auch schön brav das geglaubt, was da überall stand. Und das war sehr bequem, ja, wenn man das nicht hinterfragt hat. Ja, aber man hatte noch ein bisschen mehr Zeit, um sich zu wandeln. Ne? Dann, okay, über den Verlauf der Syrien-Krise vielleicht oder Ukraine das Thema. Und jetzt muss die Jugend das in einem Jahr eigentlich machen. Da wird reingeworfen, muss sich überhaupt erstmal politisieren. Dann ist sie auf einer gewissen Schiene schon und weiß, was die Freunde denken. Und jetzt auch noch mal diese innere Stärke zu haben. Gibt es eigentlich eine Jugend? Partei, eine Jugendorganisation bei der Basis? Ja, es gibt eine junge Basis tatsächlich, die gründet sich gerade und ist in Formierung. Ich kenne die Leute, die das machen. Ich bin ja nicht mehr ganz jung, aber 32 und das kommt von Norddeutschland aus. Da hat man sich formiert. Da gibt es einige als Studenten stehen auf, diese Verbindung. Und zufällig anscheinend auch in der Bewegung haben einige Menschen, das Durchschnittsalter der Bewegung dürfte ja irgendwo so bei 45 sein vielleicht. Manche haben schon Kinder, die sind in einem Alter, wo man sagen kann, die können sich jetzt schon politisch engagieren und die sind da vielleicht auch zu Hause ein bisschen mitgeschnuppert und sind mitgeprägt worden. Das heißt, ja, es gibt eine Jugendorganisation. Dennoch muss man sagen, junge Leute sind immer noch rar gesät. Die sind immer noch rar gesät. Ich bin immer sehr erstaunt, wenn ich jemanden sehe, der jünger ist als ich zum Beispiel. In Tübingen, die Gegenkandidatin zu Boris Palmer ist 28, da war ich auch schon sehr positiv überrascht. Also es gibt sie schon und es wird auch mehr. Aber ich gehe das mit, was Frau Velasquez gesagt hat, das gehe ich tatsächlich mit. Und es ist auch
unheimlich schwierig für die jungen Leute, weil es wurde ja mit einer extremen moralischen Zange gearbeitet. Es ist wirklich grausam runtergebrochen, haben Politiker mehrfach wiederholt dargestellt, dass die Verantwortung für das Ableben von vielleicht der Risikogruppe auch mit der Verantwortung von jungen Menschen, die Maßnahmen durch Gehorsam einzuhalten, verknüpft ist. Und das ist was, mit dem können Kinder schon gar nicht umgehen. Das ist einfach eine Grausamkeit, so eine Verantwortung auf Kinder zu übertragen. Und aber auch junge Menschen haben das hier auch schwierig. Und der öffentliche Debattenraum in einer so unheimlich komplexen Welt ist trotzdem immer wieder dadurch, was kann man im Alltagsverstand, was kann man in den Medien eigentlich noch transportieren. Das wird alles unheimlich schnell monokausal. Ja, und daran sind Menschen, die Medien konsumieren, gewöhnt. Einfach auch. Und auch die Generation, die jetzt heranwächst, ist das auch gewöhnt. Es mag natürlich sehr viele Ausnahmen geben, das will ich jetzt auch gar nicht verallgemeinern. Ich kenne auch viele kritische junge Menschen. Aber aus dieser Bewegung auszubrechen, wo man präsentiert bekommt, pass mal auf, das ist so gefährlich und wenn wir uns nicht daran halten, dann wird deine Oma sterben oder die Oma vom Nachbarn oder so. Da muss man unheimlich viel mitbringen, unheimlich viel Zeitaufwand, persönlichen Einsatz und sich dagegen zu stellen. Selbst wenn das eine schweigende Masse gibt, die vielleicht kurz davor ist zu sagen, ich möchte das kritisieren, sich dann auch zu trauen, als junger Mensch da herauszutreten, aus diesem Konformitätsdruck auch in der Schule, das kriegt man auch dann von den Lehrern teilweise auch vorgelebt, das ist gefährlich, wir haben Angst. Das ist auch eine Aufgabe, das ist vielleicht sogar ein bisschen viel verlangt für so junge Leute. Bei den Menschen so zwischen 20 und 30, wo man sagt, jetzt Studierende oder so, da würde ich es nochmal anders beurteilen. Studenten haben da so ein Stück weit eine Blase, ja. Ja gut, jetzt mache ich noch mehr von zu Hause, könnte man jetzt böse sagen. Ist eigentlich noch bequemer, muss ich nicht mehr extra zur Uni. Das hat mich selber schockiert. Das hat mich tatsächlich schockiert, weil ich ja gerade in meinem Abschlussjahr war an der Uni und viel Foucault und so weiter. Und dann, da kommt nichts. Ja, da kommt einfach nichts. Was ist los mit kritischem Denken? Und dann habe ich versucht, mir zu erklären, woran kann das liegen. Vielleicht auch ein Stück weit an der eigenen Verantwortung, die man trägt. Als Student hat man vielleicht noch keine Kinder. Vielleicht ist man relativ weit entfernt, gerade von seiner Familie und hat so dieses Single-Dasein, dieses studentische Leben verinnerlicht. Und dann trifft einen das halt nicht in dem Maße, wie es andere trifft. Und dann habe ich sehr oft die Aussage gehört, ich trage jetzt ein Stück Stoff und ja, und es stirbt deswegen vielleicht niemand mehr. Wo ist das Problem? Also die Achtsamkeit für die Folgeschäden der Maßnahmen ist nicht da, weil sie auch medial ja auch nicht abgebildet wird. Das ist unterschiedlicher. Aber Menschen unter 18 würde ich klar sagen, sind ja Opfer. Von einer grausamen Rhetorik einfach erstmal. Von der Angstrhetorik auch. Ne? Was können wir tun? Können wir überhaupt etwas tun, um anderen Menschen die Angst zu nehmen? Oder müssen sie da selber rauskommen? Kann man etwas tun, um diese Angstrhetorik aufzudecken, dass das etwas ist, was gemacht wird, was ja offensichtlich auch bewusst gemacht wird, wenn man das Paper des Bundesinnenministeriums liest, gemacht werden soll? Wie sind da eure Herangehensweisen? Naja, also das ist ja eigentlich die Sauerei bei dieser ganzen Geschichte, dass man sozusagen die Angst der Leute ausnutzt, um dann Sachen zu machen, die eigentlich mit der Pandemiebekämpfung in dem Sinne nichts mehr zu tun haben. Ja? Also ob das jetzt nochmal diese Geschichten von den Digitalkonzernen sind oder dieser Great Reset, wenn man da genauer hinschaut, kommt man ja auch schnell drauf, dass das jetzt für uns nichts Positives mit sich bringt. Und wenn man den Leuten zeigt, oder zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man die Debatte über dieses blöde Virus selber einfach weglässt und einfach bloß sagt, schaut mal her, für was die das alles jetzt ausnutzen, die Situation. Und das lässt sich ja mit ganz harten, leicht überprüfbaren Beispielen sozusagen zeigen und veranschaulichen. Dann kommt man schon weiter, weil eigentlich will ja niemand überwacht werden. Ja, keiner hat Bock, dass bald 5G-Drohnen rumfliegen und den ganzen öffentlichen Raum filmen zum Beispiel. Oder diese Immunitätsnachweise, die mir eben sagen, ob ich noch aus dem Haus gehen darf. Ja, das will ja eigentlich niemand. Und das ist dann so gesehen konsensfähig. Ja, und wenn man den Leuten dann zeigt, schaut her, die nutzen das jetzt für solche Sachen aus. Und dann kommt der vielleicht jetzt schon noch in seiner Angst gefangen ist, vielleicht dann von selber drauf, aha, wenn die das jetzt machen, haben die ja vielleicht doch ein Interesse daran, dass ich jetzt gerade Angst habe. Ja. Also das war jetzt immer meine Vorgehensweise, gar nicht über das Virus sprechen, sondern halt eben um alles drumherum, weil das lauter konsensfähige Sachen sind, ja. Es will auch niemand enteignet werden, es will auch keiner seinen Job verlieren. Und genau das passiert aber gerade. Ja, und das muss man den Leuten nur erklären. Ja. Ich finde die Frage praktisch, wo sind deine roten Linien? Also wo würde deine rote Linie verlaufen? Wo würdest du nicht mehr mitgehen? Also welche Maßnahmen müsste jetzt passieren, dass du einfach sagst, nee, okay, da habe ich jetzt eine innere Dissonanz.
Und dann einfach die Leute auch nicht ausweichen lassen von dieser Frage, sondern schon so dranbleiben, weil die Ausweichflüchte werden kommen. Und sie im Prinzip an dieser Stelle der persönlichen Ethik irgendwo erwischen. So, weil ich glaube, diese roten Linien hat letztendlich jeder. Und jeder spürt auch, dass sozusagen das näher rückt an die eigene rote Linie heran. Also ich merke das im Freundeskreis beispielsweise eine Theaterpädagogin, die dann meinte, naja, okay, der Moment, an dem dann meine Schüler auf der Bühne Masken tragen mussten, da war bei mir quasi vorbei, weil da kann ich ja das Theater gleich dicht machen, wenn wir uns nicht mehr mimisch ausdrücken können. Und da war quasi dann bei ihr eine rote Linie erreicht. Also auf diese roten Linien zu sprechen zu kommen und ja, im Prinzip immer wieder die Information wirklich nahe zu bringen. Also schaut mal, wir haben keine signifikante Übersterblichkeit. Wir haben sie auch in Schweden nicht. Sozusagen, war es das wert? War es das wert, was du in deinem Umfeld erlebst, dass deine Lieblingsbar ums Eck in Neukölln jetzt vielleicht schließen muss? Also die Leute in ihrem Umfeld erwischen, da, wo es wehtut, wo sie einen persönlichen Nachteil spüren. So. Es ist halt unser Nachteil, unser Vorteil als Spezies, dass wir doch eigentlich recht stark um den eigenen Vorteil bedacht sind. Aber ich glaube, genau da kann man die Menschen eben auch abholen. Und sozusagen keiner möchte, dass in seinem näheren Umfeld schlimme Dinge passieren. Aber das rückt ja immer näher, dass genau das passiert. So. Oder dass man mit den Maßnahmen in anderen Ländern tatsächlich eine Übersterblichkeit erzeugt. Und zwar einfach durch Hunger zum Beispiel. Ja, das ist ja auch etwas, was die Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was wir gerade in Entwicklungsländern da anrichten. Ja. Da mache ich aber oft die Erfahrung, dass das für die Leute als Thema zu groß ist. Auch die eigene Schuldfrage, die sich daran knüpft, möglicherweise durch eine eigene verfehlte Agrarpolitik hier in Europa, die man nicht wirksam bekämpft, dass dann das Thema zu groß ist und sehr gerne weggeschoben wird im Sinne von, nee, okay, da sind wir komplett ohnmächtig, bei Hunger können wir ja eh nichts machen und so weiter. Ja. Ja, ich würde sagen, echte Angst kennt wahrscheinlich keine rote Linie, denke ich mir, aber es ist unheimlich schwierig. Es ist unheimlich schwierig und deswegen würde ich zuerst, und habe ich eigentlich auch schon durchwegs in dieser kritischen Demo-Bewegung versucht anzuregen, erstmal müssen wir das respektieren, dass es Menschen gibt, die ernsthaft davor Angst haben. Wir müssen das akzeptieren, dass die Angst davor haben, und jemand, der in Angst versetzt ist, der Panik hat, dem können wir nicht sagen, pass mal auf, hier gibt es Studien von Oxford, Cambridge und Stanford, ist alles okay. Das funktioniert nicht, so erreicht man nicht. Ich habe für mich gesehen, wenn jemand Angst hat, dann es ist ja eine Emotion, es ist eine starke Emotion. Und vielleicht kann man diese Menschen erreichen über eine Empathie, wieder über die vorgeschriebenen Maßnahmen. Pass auf, du hast Angst vor dem Virus. Und ich habe auch Angst, ja. Ich habe Angst davor, dass Menschen unverhältnismäßig leiden müssen aufgrund der vorgeschriebenen Maßnahmen, vor allem global. Und jetzt haben wir eine Politik, die uns beide nicht gleichermaßen bedenkt, sondern sehr asymmetrisch. Das heißt, du mit deiner Angst, du wirst voll wahrgenommen. Das heißt, die Person, die in Angst versetzt wurde, groteskerweise fühlt sich beschützt irgendwie durch die Politik und ist auch dankbar mal für eine Lockerung oder dankbar für eine Verschärfung der Maßnahmen, je nachdem, weil da gibt es jemanden, der passt auf mich auf. Und ich aber mit meiner Angst, ich werde nicht wahrgenommen, weil die Menschen, die einen Schutz brauchen vor den vorgeschriebenen Maßnahmen, insbesondere global, die erfahren das nicht durch die Politik. Und wie können wir beide jetzt hier zusammenkommen, sodass wir uns gegenseitig respektieren und ernst nehmen in unserer Angst oder in unserer Befürchtung? Und wie kann Politik das eigentlich leisten und was macht Politik? Und über diese Art und Weise der Kommunikation habe ich es schon geschafft, Menschen, die auch ernsthaft Angst vor dem Virus haben, einzufangen, nicht die Angst direkt zu nehmen, aber zumindest einmal nachzudenken darüber, was können wir eigentlich tun, damit nur weil ich Angst habe und die Politik diese Maßnahmen ergreift, nicht andere Menschen dadurch leiden müssen und auch Angst haben. Denn das ist nicht fair. Das ist eine Demokratie oder auch in einem globalen System, wo wir sagen, wir wollen eine Menschheitsfamilie sein, nicht mehr angemessen. Und die Angst dann tatsächlich abzubauen, ich glaube, das ist ein langer Prozess. Das ist ein Prozess mit Erkenntnis, das ist ein Prozess vielleicht auch irgendwann mit Scham. Und es wird auch ein Prozess sein, denke ich, der auf einer politischen Bühne eine Verantwortung benötigt. Und wenn wir einmal uns vorstellen würden, es gäbe Politiker, die sagen, wir haben was falsch gemacht oder das war nicht ganz so, wie wir es eingeschätzt haben und wir haben vielleicht hier übertrieben oder wir haben uns auf Experten verlassen, die haben das nicht so eingeschätzt, wie das andere Experten eingeschätzt haben, aber jetzt schauen wir uns das nochmal in der Gesamtschau an und erkennen, wir können das anders oder wir können einen Mittelweg finden, dann das würde Menschen viel geben, glaube ich, weil dann können sie auch diese Scham mal ein Stück weit transferieren, vielleicht auf einen Gesundheitsminister oder so. Das ist natürlich Wunschdenken, das ist unrealistisch, deswegen müssen wir das vielleicht auch mit einer Brechstange machen. Wie sähe diese Brechstange aus? Die Brechstange sähe so aus, dass wir einen öffentlichen Debattenraum hätten, wo kritische Stimmen auch gehört werden.
aka Bundestagswahlkampf 2021. Mhm. Ja, da kommen wir auch noch zu. Was ist mit eurer Rhetorik? Vielleicht auch hat sie sich gewandelt in den letzten Wochen und Monaten. Kommt ihr den Menschen noch eine halbe Strecke entgegen auf dem Weg und sagt, wir wollen ja auch die Türen offen lassen und Brücken bauen? Oder sagt ihr, also, wenn du es bis jetzt nicht geschafft hast? Was ich auch glaube, ist, was das Gefährliche ist, bei dem, ich sehe die Seite, die da kritisch ist, oft als, sie möchte eigentlich gerne verstanden werden und wirbt, um im Verständnis eben nicht diffamiert zu werden, nicht in eine Ecke geschoben zu werden und sagt, und ich kann dich auch verstehen, kriegt aber das Verständnis nicht von der anderen Seite, geht also diesen Schritt schon halbe Strecke da entgegen, aber die andere Seite bleibt da stehen und schon ist man auf deren Spielfeld und gleichzeitig ist diese Realität so weit weg, also die Realität, die sie sich konstruiert haben, meines Erachtens, diese Lüge so weit weg von allem, was eigentlich realistisch ist, dass man eigentlich durch den guten Willen mit ihnen auch noch im Gespräch zu bleiben, schon ein Stück weit im Wahnsinn mit drin ist. 100%. Damit zum Scheitern verurteilt, meinst du? Wenn du dich auf das Spielfeld des Gegners begibst, kannst du nur verlieren. Ja, interessant, was du da sagst. Also ich habe das gar nicht mehr, diesen Impuls, meinem Gegner entgegenzukommen, weil für mich sind sämtliche roten Linien längst überschritten. Also einfach als Mutter gesprochen, waren sie es in dem Moment, wo überhaupt Maskenpflicht an Schulen für Kinder im Gespräch war, wo ich einfach wusste instinktiv, also ohne jetzt Neurologin zu sein, das ist ein Menschheitsverbrechen. Also Kindern das anzutun, uns unsere totalitären Ängste auf Kinder zu übertragen, das ist das, was totalitäre Systeme, Diktaturen so gemeinhin tun, aber nicht die offene demokratische Gesellschaft, in der ich eigentlich sozialisiert wurde. Und da waren für mich im Prinzip sozusagen war die Zeit der Höflichkeiten gegenüber denen wir das hier alles zu verdanken haben, letztendlich vorbei. Für mich gehören diese Leute nach Den Haag. Also ich sage es so ganz, ganz deutlich, so wie es ist. Die Verantwortlichen für den Lockdown als Menschheitsverbrechen definitiv. Und ich bin deshalb kommunikativ momentan in die Form der Anklage übergegangen und ästhetisch in das Verhalten eines Trolls. Ich habe letztens erst erfahren, dass Trollsein was Gutes ist, von einem letzten wirklich super Interview, das ich geführt habe. Der hat mir im Prinzip die Essenz des Trollseins so richtig nahegebracht, dass das eben eine künstlerische Form sein kann, so ein bisschen wie der Joker im System, ja, der Hofnarr. Und ich glaube, diese Rolle habe ich jetzt zu 100% inkorporiert. Ich kann auch gar nicht anders. Also das, was du gerade ansprachst mit dem, ich bewege mich im guten Willen auf das diskursive Terrain meines Gegners und versuche ihm da irgendwie entgegenzukommen. Ich kann das nicht mehr verkörpern. Also ich bin momentan in der Anklage und ich versuche eine Plattform zu sein für Menschen, die auch gerade an diesem Punkt sind, dass sie einfach die Anklage manifestieren wollen. So. Und einfach zu sagen, nein, stopp, so nicht. Und Menschheitsverbrechen müssen auch als solche benannt werden dürfen. So. Ja, also mir fällt es auch relativ schwer, noch auf die Gegenseite, Gegenseite ist schon wieder so ein Wort, ja, das ist schon wieder ein spaltendes Wort, ja. Auf die andere Seite zuzugehen, weil ich mir auch immer denke, Mensch, ihr seid irgendwie mitverantwortlich, dass das jetzt alles so passieren kann. Aber man darf eins nicht vergessen, die meisten von denen sind ja eigentlich auch in Ordnung und denken ja, sie machen jetzt was Gutes. Das ist ja der gemeine Trick bei dieser Sache, dass man also den Idealismus der Leute missbraucht für Zwecke, die komplett gegen die Interessen der Bürger gerichtet sind. Das Gleiche macht man auch bei anderen Themen, Krieg gegen den Terror oder Klimaschutz, das sind immer so meine Lieblingsbeispiele. Dann nimmt man auch den Idealismus der Leute, ihr wollt doch sicher leben, also brauchen wir diese ganzen Antiterrorgesetze und so weiter, ihr müsst eure Freiheiten aufgeben, oder beim Klimaschutz, ihr wollt doch die Welt retten, also brauchen wir eure Kohle. Und jetzt bei der Pandemie, ihr wollt doch die Gesundheit eurer Mitbürger nicht gefährden. Also müsst ihr alles akzeptieren, was wir euch jetzt hier servieren, und dürft es auch nicht hinterfragen. Hat es nicht der Wieler mal gesagt auf der Pressekonferenz, Maßnahmen dürfen nicht hinterfragt werden. Ein Hammer eigentlich, ja. Aber man darf eben nicht vergessen, die meisten meinen es ja eigentlich gut. Und deswegen dürfen wir eigentlich nicht mit der Anklageschrift kommen, auch wenn ich das oft genug selber mache. Klage nicht die einfachen Bürger an, sondern schon die Verantwortlichen. Die Verantwortlichen, die Verantwortlichen, da sind wir uns, einig, da ist bei mir auch. Also da gäbe es keine Gnade vor Recht. Also prominente Politiker oder auch Personen des öffentlichen Lebens, die sich offen für einen Lockdown aussprechen, komplett unreflektiert, einfach nur, weil man irgendwie stromlinienförmig den Mainstream-Diskursen gerade so mitschwimmt, weil es gerade en vogue ist, da sehe ich Verantwortung.
Ja, das ist wieder was anderes, klar, das sehe ich genauso. Wobei, wenn ich jetzt nochmal an die Zeit im Bundestag zurückdenke, ich musste ja da leider feststellen, dass sich die Abgeordneten, also ich will niemandem auf den Schlips treten, aber die nehmen sich, glaube ich, oftmals zu wenig Zeit oder sie haben auch gar nicht die Zeit für eigene Recherche. Und das führt dann, glaube ich, oft dazu, dass man manche Themen unterschätzt. Und ich meine jetzt das fraktionsübergreifend. Den Eindruck hatte ich ganz oft. Ich war da im Wirtschaftsausschuss und da lernt man ja auch sieht man die Abgeordneten anderen Fraktionen. Auf Veranstaltungen lernt man die auch mal kennen. Und den Eindruck hatte ich oft, die sind bei vielen Themen, stecken die nicht so tief drin. Mhm. Und deswegen kann man selbst denen, obwohl sie formal eigentlich jetzt ja die Verantwortlichen sind, auch gar nicht jedem, zumindest keine bösen Absichten unterstellen. Ich glaube, bei vielen Dingen fehlt einfach so ein bisschen die Recherchetiefe, um zu begreifen, was man da eigentlich gerade anrichtet, sozusagen. Ja. Aber es scheint ja auch kein Interesse daran zu sein, sich da einzuarbeiten. Ja, und da kommt dann vielleicht wieder ein bisschen persönliche Schuld. Es ist halt im Bundestag auch, also wenn man da gut durchkommen will durch dieses System, dann sollte man nicht unangenehm auffallen. Ja. Ich würde mal sagen, bei den beiden Randparteien gibt es schon noch Leute, die da jetzt nicht so viel drauf geben, aber das macht sich auch da überall bemerkbar. Um gewisse Themen macht man lieber einen großen Bogen, weil sonst kriegt man schlechte Presse und schlechte Presse ist schlecht für die Wahlergebnisse und so weiter. Ja. So ein selbstregulierendes System sozusagen. Gut, und da kommt dann vielleicht schon wieder die persönliche Schuld teilweise mit ins Spiel. Aber oft ist es einfach der Zeitmangel. Das Gefühl habe ich da bekommen, die haben nicht die Zeit, um im Detail zu schauen, was sie da eigentlich tun. Ja. Ja. Das stimmt, das deckt sich mit meiner Recherche. Aber erst noch kurz zu deiner Frage, Gunnar. Ich denke, als erstes müssen wir sehen, dass wir in so einem Gespräch kein Opfer werden. Ja, und Politik oder die Regierenden zumindest, die Regierungsparteien versuchen, öffentlich Mehrheiten herzustellen. Ja? Und die machen das auf eine sehr, sehr primitive Art und Weise, Menschen zu kollektivieren und in Gruppen zu verpacken. Und ich selber und ihr alle seid auch schon in irgendwelche Gruppen gesteckt worden, mit Schubladen, mit einer Beschreibung drauf. Und als erstes, wenn ich mit jemandem spreche, dann möchte ich das nicht mitgehen. Dann möchte ich diese Kollektivierung auch schon nicht mitgehen, nicht für mich und nicht für mein Gegenüber, sondern ich versuche, das auf eine individuelle Ebene zu bringen. Ich sage nicht, ich bin jetzt hier ein Corona-Leugner und du bist ein Corona-Gläubiger und jetzt reden wir mal aneinander die Fakten ab, die man in der Bild-Zeitung liest, sondern ich interessiere mich dann erstmal dafür, wie ist der persönliche Zugang dieser Person eigentlich überhaupt. Ja, ich muss die Person als Individuum wahrnehmen. Und dann entwickelt sich doch schon meistens, sage ich mal, ein Gespräch, wo man sagen kann, hier kann man auch was draus lernen, hier kann man was rausziehen, hier kann man dann auch erkennen, wie greifen Machtinstrumente vielleicht auf den Einzelnen zu. Denn auch mein Gegenüber möchte eigentlich nicht zugeschrieben werden einer Gruppe. Und das sollte man immer auch beachten im Gespräch. Natürlich innerlich manchmal, ich merke das auch bei mir selbst, die Frustration oder vielleicht auch mal sogar die Aggression durch die ganze Situation, die ist hoch. Und man kann sich vorstellen, man würde Sachen sagen, die man normalerweise vielleicht nicht sagen würde. Aber bisher habe ich es noch immer hingekriegt, das nicht zu tun, sage ich auch. Aber ich kann Menschen verstehen, die jetzt echt einen kurzen Geduldsfaden haben, momentan, egal wie die politisch ausgerichtet sind. Aber zu dem, was Herr Friebel auch gesagt hat, das ist einfach auch so ein Grundproblem von Politik. Politiker und Politikerinnen brauchen Expertenrat, denn die haben wenig Zeit, die haben einen vollen Terminplan. Und das ist der Zugriff für Lobbyismus und Korruption, diese Expertinnen und Experten. Wie werden die ausgewählt? Die werden traditionsbewusst ausgewählt. Es gibt oft Verknüpfungen über Beraterverträge und Lobbyinteressen. Ja, da kommt dann jemand aus einem Aufsichtsrat von einem Pharmaunternehmen, der sagt, wir brauchen hier jemanden, der uns berät in der und der Frage. Hast du da wen? Ja, der macht das schon immer. Und genau so funktioniert das. Und das ist der Zugriffspunkt. Und das Problem ist, das greift nicht nur von außen zu auf diese Expertinnen und Experten, das greift auch aus Regierungskreisen und aus Ministerialposten auf diese Expertinnen und Experten zu. Und gerade das ist die extreme Schwachstelle im deutschen politischen System. Die Menschen, die gewählt werden als Regierungsvertreter, und hier gebe ich Herrn Friebel recht, die machen das teilweise nicht in böser Absicht. Teilweise verstehen sie es vielleicht auch nicht ganz oder haben Angst vor dem Virus, sind alle auch Individuen. Aber das System und das Umfeld, in dem sie sich bewegen, macht es ihnen unheimlich schwer, kritisch zu denken und noch viel schwerer einmal auch sich zu trauen, auch mal eine Frage zu äußern. Das ist, ich glaube selbst, ich würde das nicht schaffen, wenn ich in dieses System reingeworfen werde. Nach 3-4 Jahren oder so würde ich das wahrscheinlich nicht mehr hinbekommen. Das könnte den meisten so gehen. Das heißt, wir brauchen grundsätzlich einen Schutzmechanismus für Menschen, die Politik machen. Ja, auch diese Menschen sind irgendwann einmal
dadurch, dass sie Teil des Systems geworden sind, auch Opfer des Systems geworden. Da kann man natürlich sagen, die da oben, die verdienen richtig viel und die haben eine tolle Ausbildung, die haben alle Möglichkeiten, die haben kein schweres Leben. Ja, aus mancher Perspektive kann man das sagen. Aber wenn es um eine freie Entscheidung und eine Freiheit in der Information und im Willen geht, haben diese Menschen es ziemlich schwer, muss man tatsächlich sagen. Ja. Aber es ist doch eigentlich ihre Pflicht, nicht Opfer dieses Systems. 100%. 100%. Wenn wir sagen, wir sind in der schwersten Krise der BRD, dann kann ich mich auch mal nachts hinsetzen, kann mich auch mal informieren, kann auch mal zuhören. Wenn ich 10.000 Briefe kriege, ich weiß, es gibt jemanden, der in der kritischen Bewegung unterwegs ist, der hat sämtliche Bücher, die erschienen sind, die kritisch sind, gekauft und hat sie jedem Bundestagsabgeordneten und jeder Abgeordneten geschickt. Das kann man dann schon mal tun, glaube ich, wenn man so eine schwere Krise hat. Wobei die das nicht lesen, ja. Ja, mir hat mal jemand sehr Schlaues gesagt, der sich mit Politik gut auskennt. Das politische System von unten nach oben, das ist wie ein Holzbrett, wo ein Nagel raussteht. Entweder der wird reingeschlagen, dann bist du konform, oder der wird rausgezogen und dann hast du Listenplatz 250. Und irgendwo, das funktioniert, ja. Das funktioniert, leider. Ich habe noch ganz kurz ein Beispiel genau für dieses Thema, dass die Politiker vielleicht nicht immer das sagen, was sie meinen. Und zwar, ich habe ja gesagt, man hat viele Gelegenheiten, auf Veranstaltungen zu gehen. Oft auch so richtige Lobbyveranstaltungen, wie man sich's vorstellt. Und da habe ich mich einmal, da ging es um den Kohleausstieg, und da habe ich mich einmal mit einem Abgeordneten von einer anderen Fraktion unterhalten über den Kohleausstieg und über die Energiewende. Und dann hat der mir da unter vier Augen gesagt, dass er das also total daneben findet, was die da gerade machen, ja, und funktionierende Kraftwerke abschalten und so weiter. Der kam aus der DDR, ist da früher aufgewachsen, hat vielleicht deswegen so ein anderes Verständnis von Werten. Der fand es also falsch, diese Dinge abzureißen. Und eine Woche später habe ich mir seine Plenarrede angehört, und das war dann ein Plädoyer für den Kohleausstieg jetzt, obwohl er vorher im persönlichen Gespräch das genaue Gegenteil gesagt hat. Und ich meine, ich will nicht sagen, ich verstehe es, aber irgendwo verstehe ich es schon. Wenn der etwas anderes gesagt hätte in seiner Rede, hätte den seine Fraktion zerfetzt. Und die Medien genauso. Ja, und dann hat er sich halt gedacht, naja, dann lasse ich doch jetzt mal meine Meinung, stelle ich mal hinten an. Das ist keine Entschuldigung, ich finde das selber auch total daneben. Aber das ist da oben ziemlich normal. Also mir fallen noch ganz viele andere Beispiele ein von anderen Politikern, die in sehr kurzer Zeit ihre Meinung zu einem sehr schwerwiegenden Thema komplett geändert haben, und das nicht durch irgendwelche neuen Informationen zu begründen ist. Ja. Also das ist schon ein Problem, die Integrität des Parlaments sozusagen. Ja, ist das ein Systemfehler oder ist es ein Fehler in der Integrität dieser Menschen? Haben wir einfach die falschen Charaktere da oben oder liegt das in der Struktur des Systems? Kurze Antwort von mir, Systemfehler. Mhm. Und trotzdem wollt ihr mit eurer Partei da rein? Genau, wir sehen, wie können wir unsere Partei so präparieren, wie können wir unsere Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, sollten wir welche bekommen, uninteressant machen für diesen Zugriff. Ja? Was können wir eigentlich tun, um uns aus diesem System, obwohl wir im System agieren, zu entziehen? Das heißt, wir müssen so wenig Macht wie möglich transportieren. Unsere Mandatsträgerinnen und Mandatsträger müssen mit so wenig Macht wie möglich ausgestattet sein, so wenig Privilegien wie möglich, so wenig Zugriff wie möglich, damit man in diesem System geschützt ist, im allerbesten. Und das ist eine der Chancen der Krise. Die Menschen sind jetzt aktuell bereit dazu, diese Schritte zu unternehmen. Eine Abwählbarkeit von Politikern. Wenn man alle 4 Jahre reingewählt wird, dann finde ich, sollte man unter gewissen Voraussetzungen dauerhaft rausgewählt werden können. Keine Beraterverträge, keine Nebenverdienste. Es kann nicht sein, dass Bundestagsabgeordnete im Schnitt 40.000 Euro verdienen. Dann ist ja nur noch ein Viertel das Bundestagssalar. Ein Interessenskonflikt ist da mindestens vorprogrammiert, würde ich mal sagen, und ein Desinteresse eventuell auch noch. Das Abstimmungsverhalten, wir haben hier Fraktionszwang, Medienzwang, Lobbyzwang. Das Abstimmungsverhalten gehört als Repräsentanten des Souveräns dem Volk. Das heißt, wir repräsentieren das Volk, das muss bindend sein, das können wir umsetzen. Ist komplex natürlich. Dann das Finden von eigenen Inhalten. Wie oft werden Anträge geschrieben oder Beschlussvorlagen, die auch wieder aus einem fremdpolitischen Akteurszugriff entstanden sind. Immer. Dauerhaft. Mittagessen mit Mercedes-Benz, Paradebeispiel. Ich möchte jetzt die Firma hier nicht misskreditieren, aber ich weiß von einem Beispiel. Und dann kommt ein passender Antrag dazu. Nein, Anträge und Inhalte müssen basisdemokratisch entschieden werden. Grundsätzlich, zumindest innerhalb einer Partei. Es gibt Mittel und Wege, sich dafür zu schützen, aber dieses System hat sich natürlich auch gebildet. Das muss man auch sagen, das war vielleicht eine Pfadabhängigkeit einfach schlussendlich. Hier kann man nicht sagen, so Punkt X, hier habt ihr versagt. Ja, das ist auch eine Entwicklung gewesen. Und das ist halt eben, wenn man mit Menschen zu tun hat, dann hat man es mit Wesen zu tun, die sind offen für allerlei Reize und Empfindungen und auch für Manipulation. Die Krise,
gerade in ihrer Deutlichkeit, wie sie zeigt, was alles nicht richtig läuft für einen demokratischen Prozess, gibt uns die Möglichkeit, hier nachzujustieren. Nicht komplett, nicht fürs System, nicht für alle Parteien, sondern nur für sich selbst als Best-Practice-Beispiel. Und dann wird man sehen, reicht das und hat man sich ausreichend geschützt. Aber skizziere das ruhig nochmal und mach das etwas konkreter, wie man es verhindern kann, dass der Abgeordnete eben dann diesem Fraktionszwang unterliegt, beziehungsweise sein Abstimmungsverhalten eben dem des Wahlvolks irgendwie angleicht? Oder wie ist das vorzustellen? Ich mache zwei kurze Beispiele dazu. Machtbegrenzung ist hier das Stichwort. Wie finden wir Inhalte? Was bringen wir politisch nach vorne? Wie wird ein Antrag formuliert? Punkt 1 ist, jeder innerhalb einer politischen Vereinigung, in dem Fall die Partei Die Basis, sollte die gleichen Chancen haben, hierarchiefrei Inhalte zu generieren. Das heißt, eine Einzelperson, egal ob Neumitglied oder Bundestagsabgeordnete, muss in der Lage sein, wenn sie eine gute Idee hat, diese Idee in der Mehrheit zur Verfügung zu stellen. Das funktioniert bei uns technisch über ein Online-Konsensierungstool. Da wird eine Idee, die kann eine Einzelne einbringen oder eine Arbeitsgemeinschaft oder mehrere. Und dann wird das allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt und dann gucken die drüber und sagen, ja, das ist es. Oder das ist es, wenn ihr das noch ändert vielleicht, dann wird darüber auch abgestimmt. Oder das ist es nicht. Und wenn es das ist, mit oder ohne Änderung, dann wird es eingebracht, sonst nicht. Das heißt, ein Einzelner im Bundestag kann nicht sagen, so und jetzt schreibe ich diesen Antrag, weil ich möchte vielleicht eine Immobilie veräußern für 1,5 Millionen Euro und das passt mir jetzt gerade gut in den Kram. Nein, das geht nicht. Das muss durch alle Mitglieder. Und hier ist das Stichwort Schwarmintelligenz. Je mehr Menschen sich an so einem Prozess beteiligen, desto basisdemokratischer wird das und desto wahrscheinlicher ist es, dass jemandem auffällt, hier stimmt was nicht oder hier fehlt was. Das ist eine Möglichkeit, mal das zu bremsen. Und das andere ist das Abstimmungsverhalten. Wir müssen den Bürgern transparent und schnell und niedrigschwellig barrierefrei zeigen, was bringt eine Ja-Stimme und was bringt eine Nein-Stimme. Ja? Und das müssen wir zur Verfügung stellen, dass Bürger und Bürgerinnen darüber abstimmen im Vorfeld, so wie die Democracy App das auch schon tut. Und dann müssen wir einen Unterschied machen. Wir möchten das nicht als Empfehlung nehmen, sondern wir nehmen das bindend. Das heißt, wir repräsentieren das. In welcher Art und Weise, ob wir das repräsentativ machen oder in 25% Schritten aufgeteilt, das ist noch nicht klar. Das ist nämlich eine komplexe Frage. Tatsächlich hat auch was mit der Sitzanzahl zu tun. Grundsätzlich haben wir uns dazu verpflichtet, das bindend zu tun. Ja, das heißt, wir möchten den Menschen, die Mandat ausüben, quasi die Fähigkeit nehmen, lobbyierbar zu sein. Ja, ein Stück weit gibt es dann natürlich schon einen Idealismus, auch bei mir, und eine Hoffnung, wenn die Stimmen von der Partei Die Basis nicht auf die ursprüngliche Art und Weise zugreifbar sind, was könnte das eigentlich machen mit den anderen Fraktionen? Vielleicht schreiben sie ihre Anträge so, dass sie bei dieser vorherigen Abfrage unter allen Wahlberechtigten eher auf eine Zustimmung stößt. Und vielleicht stößt das einen Prozess an, wo man sagt, Menschen denken wieder über Politik nach. Die Demokratiequalität erhöht sich, weil die Menschen haben wieder eine Verantwortung. Wenn ich dort bei der Partei Die Basis sage, ja, dann werden die das tun. Das heißt, das hat eine Auswirkung auf mich. Natürlich in Relation zur Sitzanzahl, das mal ganz klar. Aber es ist ein Anfang von, wir lernen, basisdemokratisch zu sein. Und ich finde, als Kontrollfunktion kann eine Partei in Deutschland das übernehmen. Das komplette politische System muss vielleicht so nicht gestaltet sein, denn das Parteiensystem, auch wenn viele Menschen sagen, wir brauchen keine Parteien und das Parteiensystem ist schlecht, es hat auch Stärken und es hat auch Vorteile. Und die kann man nach vorne bringen, wenn man sieht, wen repräsentieren die Parteien und daran müssen sie wieder denken. Und ich denke, dafür haben wir eine Möglichkeit. Also wenn ich jetzt mit so einer App zum Beispiel abstimme, bestimme ich sozusagen einen Teil mit, wie der Abgeordnete, den ich dann gewählt habe, der in der Basis da von der Basis im Bundestag sitzt, das auch wählen wird. Muss ich dann selber Parteimitglied sein? Muss ich die gewählt haben? Kann jeder? Ganz wichtig. Eigene Inhalte der Partei formulieren wir parteiintern selbstverständlich. Ja, also welche Anträge wir einbringen, das machen wir basisdemokratisch, basisintern. Aber das Abstimmungsverhalten, das grundsätzliche, machen wir natürlich parteiübergreifend oder auch ohne Parteizugehörigkeit selbstverständlich. Daran dürfen dann aus meiner Sicht alle Menschen teilnehmen, aber de facto sind es alle Wahlberechtigten. Mhm. So ist es nun mal im Gesetz. Wir können nicht sagen, wir lassen nur Parteimitglieder abstimmen. In Deutschland sind, glaube ich, 1,1 Millionen Menschen in der Partei von 63 Millionen Wahlberechtigte. Also fast niemand eigentlich. Und wenn wir sagen, wir sind basisdemokratisch, dürfen wir diese 62 Millionen nicht aus dem Prozess ausschließen. Und wir können auch nicht sagen, ihr dürft abstimmen, aber nur, wenn ihr Mitgliedsbeitrag bezahlt. Also das nicht, ja. Wir sollten, das ist der Grundgedanke hinter Basisdemokratie, immer so viele Menschen wie möglich beteiligen und fragen. Weil die, die es dann betrifft, die sollen auch mitentscheiden. Und wenn wir eine
schlechte Entscheidung, so wie das, was wir hier aktuell erleben, aus meiner Sicht, auf viele Schultern verteilen, ist es eine viel bessere Entscheidung, als wenn das 10 bis 15 Leute bestimmen. Ganz klar, es kann natürlich auch Quatsch bei rauskommen, das muss man üben. Ich glaube, ein Punkt fehlt da aber noch, weil unsere, ich nenne es mal Demokratiekrise, die beschränkt sich jetzt nicht nur irgendwie auf die Mechanismen im Parlament, sondern selbst wenn jetzt die Leute basisdemokratisch abstimmen könnten über jedes Thema, wenn sie vorher nicht die Möglichkeit haben, sich objektiv eine Meinung zu bilden, dann hilft das alles nichts. Ich habe da ein schönes Beispiel. In der Schweiz gab es mal einen Volksentscheid über die Frage, ob man den Banken das Privileg der privaten Geldschöpfung wegnimmt. Aus meiner Sicht ist das exzess oder elementar, um den Großbanken ihre Macht wieder wegzunehmen. Und die Bürger haben dagegen gestimmt. Ganz einfach, weil natürlich in den Medien, ich denke, wir wissen alle, wer die Medien im Wesentlichen, wer da seine Inhalte platzieren kann. Und dann lief eben vor dieser Volksabstimmung eine Riesenkampagne, dass das also purer Sozialismus wäre, wenn man den Banken dieses Privileg wieder wegnimmt. Und dann haben die Leute dagegen gestimmt. Das war eine historisch seit wahrscheinlich 150 Jahren einmalige Chance, dieses Thema, dieses ganz wichtige Thema wieder anzupacken, die Macht der Banken zu brechen. Aber wenn die Leute gar nicht genau wissen, ja, was heißt das eigentlich und so weiter, wofür stimme ich jetzt da ab? Und wenn dann die Medien alle schreiben, bloß nicht dafür stimmen und die stimmen dann deswegen dagegen, dann hilft die Basisdemokratie alleine auch nichts. Ja, also ich glaube, wir müssen auch bei den Medien ansetzen und überhaupt die Macht von oder die Abhängigkeiten zwischen Staaten und Unternehmen, ja, also das, glaube ich, gehört da auch noch mit dazu. Sonst kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus, ja. Was haltet ihr generell von der Intelligenz des Schwarms, gerade auch noch, wenn man von den Medien absieht, in einer Zeit eben der Angst? Wir haben das angesprochen, du meintest eben, wenn sie so in Angst getrieben werden, dann können sie natürlich nicht rational entscheiden, aber können sie das je? Wenn die Frage an mich geht, dann würde ich sagen, Herr Friebel hat recht, das stimmt. Wir müssen uns den Mediensektor einmal ansehen. Wir haben den öffentlich-rechtlichen, wir haben den privatrechtlichen, wir haben den zivilen. Der zivile zeichnet sich hauptsächlich momentan dadurch aus, dass da steht, dieser Inhalt wurde gelöscht. Ja, das muss man einmal konstatieren. Das heißt, eine faire, eine Chancengleichheit für eine kritische Informationsquelle besteht momentan nicht. Das ist ein Riesenproblem, das ist vollkommen klar. Das ist für uns als Partei aber kein Grund, das nicht zu tun, weil wir sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, es dennoch zu versuchen. Ganz klar, der zivile Mediensektor muss extrem gestärkt werden, extrem ausgebaut werden. Und der öffentlich-rechtliche Mediensektor muss einmal sehr kritisch beäugt werden. Das muss man ganz klar sagen. Hier gibt es viele Dinge, die funktionieren nicht. Und die funktionieren ganz bewusst nicht. Und hier wird mit Desinformation gearbeitet. Und das ist der verlängerte Arm der Regierungspolitik. Und das kann es nicht sein. Hier haben Menschen keine Möglichkeit, im Mainstream mit wenig Zeitaufwand sich unabhängig und fair zu informieren. Das besteht momentan nicht, das kann man ganz klar sagen. Ich würde sogar sagen, wir rutschen in den Bereich einer Mediendiktatur. Auch wenn ich mich hier weiter aus dem Fenster lehne, aber das würde ich doch sagen, da sind wir auf dem besten Weg zu. Und es ist natürlich ein wichtiger Faktor für uns als basisdemokratische Partei, dass die Menschen sich kritisch und unabhängig und divers erstmal informieren können. Woran man dann glaubt oder was man für plausibel hält, ist natürlich was anderes. Aber wenn 99% auf einen einprasseln, überall, dann findet man die 1% vielleicht gar nicht mehr. Aber eine Mehrheit macht keine Wahrheit. Und daran muss man arbeiten. Das ist natürlich ein extrem schwieriges Unterfangen. Und wir sitzen ja heute hier aus gutem Grund und das trägt ja auch irgendwo dazu bei. Aber Herr Friebel hat natürlich vollkommen recht damit. Ja. Um mal was Hoffnungsstiftendes reinzubringen, also bezüglich der Medienwelt, ich bin auch in der Basis, in der Mediengruppe drin. Es kam ja jetzt letztens aus Polen sogar dieser Ansatz, dass man die Medienwelt stärker regulieren muss. Also manchmal ist halt doch, wenn ein Staat mehr auf nationale Souveränität pocht, das sogar ein Vorteil. Nämlich, dass man sogar mal eigene Grundwerte verteidigt gegen transnational agierende Tech-Mafia-Unternehmen. Und da wurden eben den Medienkonzernen gewisse Schranken auferlegt, die Meinungsfreiheit nach ihrem Gutdünken zu beschneiden. Also in der Hinsicht, das kann man weiterhin einfach klar benennen, bei dieser Linie bleiben. Too big to censor, also haben wir jetzt mal so als Schlagwort in den Raum gestellt. Ab einer gewissen Größe haben Medienunternehmen einfach eine staatstragende Relevanz. Wir haben ja auch schon mal über eine Vergesellschaftung nachgedacht.
Das kann man einfach weiterhin postulieren als Anspruch an die, auch wenn wir jetzt gerade natürlich das absolute Gegenteil davon erleben. Also jetzt gerade die Sperrung von Präsident Trump und dann im Nachzug sofort die komplette Stilllegung des Netzwerks Parler, das ja als Alternative für ihn im Prinzip als Echokammer hätte dienen können. Also wir sind sozusagen jetzt gerade in der kompletten Dystopie. Man kann ja nicht mehr sagen, na dann geh halt woanders hin. Naja, dann wird das andere eben auch gesperrt. So. Aber dass wir sozusagen dieses Ideal einfach erstens weiter hochhalten, einfordern, dass eben Medien, die zu groß geworden sind und damit eine staatstragende Rolle haben, sich irgendwie den Grundgesetzen eines Landes entziehen können, weil das tun sie ja de facto jetzt gerade einfach. Gleichzeitig alternative Medienstrukturen aufbauen. Also einfordern, dass die Alten sich bitte an diese Standards zu halten haben und gleichzeitig die Neuen aufbauen. Und da geht es tatsächlich an so ganz, ganz handfeste Sachen wie Serverkapazität. Also wer stellt uns wo noch unabhängige Server zur Verfügung, dass wenn alle Stricke reißen, wir immer noch nicht abgeschaltet werden können. Das wird, glaube ich, auch eine wichtige Aufgabe der nächsten Jahre werden. Weil das Beispiel Parler hat mich jetzt zum Beispiel sehr alarmiert, um irgendwie zu sehen, es reicht ja nicht mal mehr, ein Privatunternehmen zu sein und zu sagen, wir haben halt hier unsere eigenen Regeln und bei uns darf Herr Trump sagen, was er gerne sagen möchte. Wenn dann immer noch ein anderes Privatunternehmen sagen kann, na dann schalte ich dich halt jetzt ab. So. Ich denke aber, dass das schon passiert, also dass diese Medienrevolution die ganze Zeit schon passiert man nur zwischenzeitlich so ein bisschen die Hoffnung verlieren kann, weil natürlich die Gegenseite gerade alle Register auffährt. Aber ich denke, wir stecken mittendrin in einer Medienrevolution, vor der im Prinzip die etablierten Kräfte auch unglaubliche Angst haben. Das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen halten. Also dass sozusagen durch diese alternativen Medien wirklich eine Umkehrung des Kollektivbewusstseins möglich ist. Dieses Potenzial ist ihnen sehr, sehr bewusst. Genauso wie das Potenzial, dass eben durch Kryptowährungen die Menschen in bankenlose Wirtschaftssysteme abwandern. Also ich bin in all diesen Fragen sehr, sehr hoffnungsfroh und sehe eigentlich das Potenzial der Bewegung, eine sehr, sehr alternative, also sehr, sehr attraktive Alternative zum Mainstream darzustellen, der zunehmend unattraktiver wird, je restriktiver er eben wird. Also ich stelle immer die Frage, wenn ich mit jemandem spreche, der sich jetzt zum Beispiel gerade über Telegram vernetzt, dann frage ich immer, ja, was machst du, wenn das morgen alles weg ist? Ja? Und du kennst deine Leute zum Beispiel nicht. Also ich sehe jetzt die Medienrevolution nicht ganz, weil ich das Gefühl habe, alles, was gerade an alternativen Kanälen aufgebaut wurde, ist bald weg. Ja? Das ist zumindest meine Befürchtung. Und aktuell sieht es ja zumindest so ein bisschen danach aus. Deswegen habe ich eigentlich die Hoffnung, dass man wieder analoge Wege findet. Ja? Also ich finde, das klassische Flugblatt oder die Podiumsdiskussion in seiner Gemeinde mit seinen Leuten, die man kennt, vielleicht auch mit ein paar Identifikationspersonen aus der Region, da, glaube ich, kommt man weiter, weil da kann das Internet dann zensiert werden, wie es halt den Konzernen gerade passt. Das kann man einem nicht wegnehmen. Aber dafür muss man sich vernetzen, man muss sich kennen. Ich habe da letztens mal so eine Umfrage gemacht bei mir im Kanal. Wer von den Abonnenten kennt 10 Gleichgesinnte, 10 Mitstreiter oder wie man es nennen will, in seinem Landkreis, die er außerhalb des Internets erreichen kann? Und dann haben 65% das nicht bejahen können. Ja, die kennen also weniger als 10 Leute in ihrer Region, in echt. Und dann denke ich mir, naja, das wird nicht ganz reichen, wenn man sich nur in Telegram-Gruppen trifft und dann auch entsprechend davon abhängig ist. Das ist das eine. Man muss, glaube ich, raus aus dem Internet. Ja. Aber das muss doch alles sehr schnell passieren, oder? Gerade der Weg ins Analoge, um sich dort auch zu vernetzen, wie das mag dann für eine gewisse Zeit sogar auch noch ein Weg zu sein, aber man kann uns ja bald auch, oder natürlich jetzt auch schon, aber bald noch mehr und unter einer anderen Rechtfertigung die Mobilität eben einschränken. Wie dringend ist das eurer Meinung nach? Wann sollten wir wirklich so etwas auch handfest und nachhaltig aufgebaut haben? Gestern. Also wirklich sofort. Ich meine, klar, jetzt, die Lockdowns werden jetzt noch strenger und jetzt wird der Bewegungsradius wahrscheinlich überall eingeschränkt. Aber spazieren gehen kann man immer noch. Und bei uns in der Region gibt es ganz mittlerweile recht ansehnliche Spaziergängergruppen, ja, die halt dann irgendeine Waldwanderung machen. Und da lernt man sich dann also auch in echt kennen. Und bei einer Sache bin ich mir auch ziemlich sicher. Klar, die Regierungen weltweit werden jetzt bis Mai nochmal richtig eskalieren.
Aber dann, wenn es wieder sommerlicher wird, müssen die naja, auch wieder aufhören. Ja? Und spätestens dann kann man Gas geben. Aber wie gesagt, es ist sogar jetzt aktuell möglich, Präsenzveranstaltungen in irgendeiner Gemeindehalle zu machen. Ja? Es gibt da halt Vorgaben, man muss Hygienekonzepte erstellen und so weiter, aber das geht auch jetzt gerade. Und da dürfen dann je nach Raumgröße 70, 80 Leute kommen. Ja? Ich war vor 3 Wochen erst bei den Menschen machen Mut. Genau. Kennt ihr das Format? Genau. Ah, du warst da ja jeder, ja, genau. Ja, genau. Freilich. Und das geht, also da muss man es auch machen. Und da hält einen eigentlich aktuell nichts auf. Nur, ich glaube halt, und das sind wir nochmal beim Thema Angst, es gibt ja nicht nur die Angst jetzt vielleicht vor dem Virus, sondern auch die Angst der Leute, die zwar schon sehen, irgendwas stimmt da nicht, aber also dann quasi die Angst, etwas zu tun und jetzt aktiv zu werden und vielleicht auch seinen Namen herzugeben oder sein Gesicht für irgendwas. Du hast mal gesagt, du hast aus Notwehr gehandelt, gell, als du bei deinem letzten Interview. Ich bin Journalistin geworden aus Notwehr. Genau. Ich sitze ja auch aus Notwehr. Ich habe da eigentlich keine Lust drauf, mich irgendwo in die Öffentlichkeit zu begeben. Aber das hilft halt jetzt nichts. Das wird uns keiner abnehmen. Es warten immer alle auf den Trump oder auf sonst wen. Ja, das wird nicht passieren. Das muss man selber machen. Und da, glaube ich, ist noch, herrscht halt noch Nachholbedarf bei den Leuten. Ja. Weil wenn wir diese Nummer hier nicht korrigieren, dann wird es also nicht erfreulich, ja, um es mal vorsichtig zu sagen. Das heißt, was kann man konkret machen, um selber zu handeln? Du hast gesagt, ja, Spaziergänge anbieten, Präsenzveranstaltungen abhalten. Was haltet ihr noch für andere Wege, die man jetzt konkret, am besten gestern schon, gemacht haben sollte? Naja, ich würde mal sagen, das, was den Menschen momentan aktuell fehlt, das soziale Miteinander, das muss man sehen, dass man das irgendwie wieder auf die Beine bekommt. Wir haben jetzt hier unterschiedliche Bewertungen der Situation, eine hoffnungsvolle Bewertung und eine risikobewusste Bewertung und beides hat seine Daseinsberechtigung und beides stimmt. Und deswegen müssen wir sehen, wir müssen Wissen zusammenwerfen, wir müssen zusammenlegen, müssen gemeinsam überlegen, wie können wir diese Krise überwinden, wie können wir Menschen mit einbeziehen, die Angst haben, wie können wir Menschen mit einbeziehen, die Schwierigkeiten haben, vielleicht wirtschaftliche, was auch immer. Wir müssen uns gegenseitig als Gesellschaft stützen, weil wir sind ja schlussendlich dennoch, auch wenn wir gerade versucht werden zu spalten, eine Gesellschaft. Und dafür finde ich das schon sehr wichtig, dass man physische Treffen abhalten kann tatsächlich, weil das ist das, was den Menschen momentan total fehlt. Viele Möglichkeiten hat man uns da genommen. Ja? Dass wir heute hier sitzen können, hat damit zu tun, dass wir hier arbeiten. Privat könnten wir hier nicht mehr sitzen. Wann könnten wir noch hier sitzen? Als Parteiveranstaltung könnten wir noch sitzen. Das funktioniert noch. Und deswegen ist es wichtig zu sehen, welche Parteien halten aktuell Veranstaltungen ab, mit dessen Thema, Ideologie, parteipolitische Ausrichtung ich mich auseinandersetzen kann. Und dann kann man sehen, ist das eine Art und Weise, wie ich mich organisieren möchte, um es endlich mal wieder zu schaffen, physisch mich mit Menschen auszutauschen und mich zu unterhalten über Sorgen, Nöte, Lösungen, was auch immer. Und soweit ich das sehe, ist das momentan auch die einzige Art und Weise, wie mehrere Menschen, also in der größeren Anzahl, überhaupt zusammen sein können, um sich zu unterhalten. Und deswegen finde ich, sich regional zu vernetzen, sich umzuhören, welche Parteien gibt es oder welche politischen Veranstaltungen gibt es oder Podiumsdiskussionen vielleicht auch, und sich dann dorthin zu begeben, die Leute kennenzulernen tatsächlich, auch Nummern auszutauschen und sich zu vernetzen, weil falls Telegram abgeschaltet wird, falls irgendwas wegfällt, man versucht, diese kritische Bewegung auch ein Stück weit zu sabotieren, dann muss man tatsächlich vorbereitet sein. Dennoch aber teile ich auch die Hoffnung, dass der zivile Mediensektor stark auf die Beine kommt, gerade deswegen, weil man versucht, ihm die Beine wegzuziehen. Ja, also man findet einen Weg immer als Mensch, als Gruppe, als Individuum. Beides super wichtig. Du hast gesagt, dass wir heute hier sitzen können, haben wir der Tatsache zu verdanken, dass wir hier arbeiten, auch wenn es vielleicht nicht danach aussieht, aber es ist tatsächlich harte Arbeit. Das ist mein Verständnis. Es hat aber auch sehr damit zu tun, dass Leute das unterstützen, zum Beispiel, dass uns diese Location hier, diese Räumlichkeiten hier geboten werden und dass sich sehr, sehr viele Menschen auch eben bereit erklären und sogar auf uns zukommen und sagen, wo kann ich euch unterstützen. Da ist, glaube ich, auch noch eine ganz große Möglichkeit da. Es gibt ja auch viele Menschen, die gerade bestraft werden durch irgendwelche Maßnahmen, Ordnungswidrigkeiten und wo man auch vielleicht sogar einen Fonds irgendwann haben könnte oder dann einzelne Menschen, die sich auch eben aus gutem Grund gegen diese Maßnahmen wehren, unterstützen kann, dass sie das eben auch tragen können. Auf jeden Fall, da muss ich schon mal allen von denen, die
da unterstützen, nicht nur mit Geld, sondern auch wirklich die anrufen oder schreiben und sagen, ich habe eine Location für dich, ich kann für dich drehen, ich kann für dich das Catering machen oder so. Herzlichen Dank aussprechen. Und euch auch, ganz herzlichen Dank, Aya, David, Sebastian, schön, dass ihr da wart. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke dir auch. Das war's für heute bei KaiserTV bei Wettbewerb der Ideen Teil 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.